Schulfreund, wir nannten ihn Kohn. Mein Schulfreund Kohn, das war der Sohn vom Dr. Rosenzweig. Und er war gut für jeden Streich. Der saß 4 Jahre lang in der gleichen Bank rechts neben mir und war genauso einer wie wir. Das heißt, er war in allem etwas weiter und ein bisschen gescheiter, aber kein Angeber oder ein Streber. Von dem konnte man alles bekommen, egal in welchem Fach. Ich zum Beispiel war in Mathematik und Physik erstaunlich schwach und eher in jeder Art zu spicken sehr geeicht. Ohne ihn hätte ich manches Klassenziel nie erreicht. Mein Schulfreund Kohn, das war der Sohn vom Dr. Rosenzweig und der aß auch gerne Schweinefleisch. Und zu Hause waren die orthodox, da gab es nur Hammel, Kalb und Ochs. Und ich kam aus einer Metzgerei und hatte immer Leberwurst, Schwademagen und Schinkenbrot dabei. Und da biss er voll Wollust hinein und meinte, Gott, der Gerechte wird's verzeihen oder sicher gar nicht merken, denn bestimmt hat er Wichtigeres zu tun mit seinen anderen, auch nicht so ganz gelungenen Werken. Mein Schulfreund Kohn, das war der Sohn vom Dr. Rosenzweig und der war nicht feig. Gab's Klassenkeilerei, da war der vorne mit dabei und schlug zu. Für 3. Und im Fußball war er ein sehr schneidiger linker Verteidiger. Der ließ das Füßchen schon öfter mal ein bisschen stehen. Die meisten Stürmer haben den nur ganz von Weitem am liebsten gesehen. Und seine Schwester, die Esther, die war sowas von schön. Und ich in sie verknallt, aber die war für mich zu alt oder ich zu jung für sie. Und einmal wollte ich sie küssen, wusste aber nicht so richtig wie. Und dann nahm sie meinen Kopf in ihre beiden Hände und küsste mich ohne Ende. Und hinterher hat sie gelacht und hat gesagt, siehst du, so wird das gemacht. Jetzt weißt du, was los ist, wenn du mal groß bist. Mein Schulfreund Kohn, das war der Sohn vom Dr. Rosenzweig. Und meine Mutter sagte, Doktor, das Dritte Reich ist nichts für euch. Nehmen Sie Ihre Familie und hauen Sie ab. Doch der meinte nur, Pappelapapp, mir machen Sie doch nichts wegen der Rasse. Ich war doch Frontsoldat. Ich habe das Eiserne Kreuz 1. Klasse. Ja, das war ein richtiger Patriot. Und war mal ein Patient in Not, da schrieb er die Rechnung ganz klein oder ließ das Rechnungsschreiben überhaupt sein. Nicht aus reiner Menschlichkeit. Nee, der wusste, von den kleinen Leuten kriege ich noch nie was in Bar. Ich will ihn gar nicht besser machen, als er war. Mein Schulfreund Kohn, das war der Sohn vom Dr. Rosenzweig und gut für jeden Streich. Und in der letzten Arbeit von Latein, da legten wir den Lehrer noch mal so richtig rein. Wir schrieben ab von der kleinsten Cäsar-Übersetzung, die es überhaupt gab. Die hatte der besorgt irgendwoher. Und wir bekamen auch beide eine 1. Aber er erfuhr es nicht mehr. Denn freitags haben wir den Lehrer noch verkohlt und samstags haben sie ihn geholt. Ihn, die Eltern, die schöne Schwester, die Esther und seine 2 kleineren Brüder. Und keiner von ihnen kam wieder. Sie hatten nie jemanden etwas zuleid getan. Und die Nazis haben sie umgebracht, nur weil sie Juden waren. Und zieht euch heute jemand nur ein bisschen in den Schmutz? Kohn, bei mir und vielen anderen findest du Schutz.